So, und damit willkommen zurück zu The Witcher 1. Ich weiß, ich habe gesagt, wir sehen uns bei Nacht am Friedhof wieder. Allerdings haben wir neue Talentpunkte, 6 und 2. Das heißt, das hier interessiert mich alles eigentlich gar nicht. Wir waren bei Intelligenz. Und zwar bei... Ah, er fordert Verzehren, das ist Intelligenz. Okay, Zutatenextraktion. Was gibt's hier sonst noch so? Das interessiert mich eigentlich alles nicht so dolle. Okay. Gut. Also, das haben wir schon mal einmal ein bisschen geskillt. Ich glaube, Silber und so. Und noch einen Punkt. Aktuell kämpfe ich viel mehr mit dem Silberschwert. Meistens tatsächlich mit schnell. Aber schnell haben wir schon einen höher geskillt. Gegner geblendet ist mir eigentlich am Arsch egal. Gruppe habe ich noch nicht mehr den neuen, den normalen Scheiß hochgeskillt. Gut. Ich würde sagen, dann skillen wir einfach mal starkes Silber. Die Bronzepunkte könnte ich eventuell in was anderem reinhämmern. Ja, das ist mir eigentlich alles ziemlich egal, muss ich zugeben. Gibt's hier was Cooles? Giftresistenz. Ausdauerregeneration ist natürlich interessant. Weil Ausdauer relativ Wurst ist, Gesundheit wäre interessanter. Ah, okay. Das spielt für uns eh gerade keine Rolle, aber ich werde es mal durchlesen. Gewandtheit. Erfordert Verzehr eines Mutagens. Wir haben noch kein einziges Mutagen, ne? Wo kriegt man die denn? Oder ist das die Scheiße, die wir bei ihm kaufen können? Kann auch sein. Vitalität Regeneration plus 1. Das gönnen wir uns auf jeden Fall. Machtverstärkung im Faustkampf klingt absolut nutzlos, meiner Meinung nach. Gut, Ausdauer waren wir eben schon. Was ist das hier? Gegner entwaffnen. Ja, Mai ist ganz nett, aber... Angriff aus Entfernung, habe ich Bock drauf, muss ich zugeben. Machen wir mal ein bisschen mehr Schaden mit Igni. Ja, Mai. Einäscherung ist auch gut. Die Sachen, muss ich sagen, benutze ich überhaupt gar nicht. Hier habe ich, glaube ich, bis auf die Vitalität alles. Die Vitalität kann ich auch nicht sagen, dass mich das interessiert. Hier habe ich alles sogar. Einäscherung, Einäscherung, Blendung, Blendung. Mehr als drei Gegner, Präzisionstreffer. Ich tendiere tatsächlich dazu, hier so ein bisschen auf Schaden zu gehen. Ja, Schaden und Einäscherung, ne? Gut. Haben wir mal Igni verbessert und ein bisschen die Intelligence. Und das Silberschwert, glaube ich. Gut, aber ich wollte auch noch Tränke brauen. Dafür brauche ich euch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir müssen mal kurz den... den Ghoul hier auseinanderreißen. Wir haben jetzt ein bisschen stärkeres Schwert. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich das so alle merke. Ich habe gerade mal drei Katzentränke noch hergestellt, weil haben es immer besser als brauchen. Unser Inventar ist recht leer. Und wir gehen auf den Friedhof. Bin zum Glück heil aus der Gruft rausgekommen letztes Mal noch. Ohne, dass das Spiel nochmal abgeschissen ist. Musste natürlich die gesamte Gruft nochmal machen. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns einmal hier um. Sammeln natürlich nochmal alle Kräuter ein, weil kann man nie genug haben. Oder sagen wir mal, man kann nie zu viel haben. Nicht wahr? Ja, ja. Aber hier ist nicht halb so viel los, wie ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich nicht. Ich hatte mit deutlich mehr gerechnet. Wir machen in diesem Part auf jeden Fall noch die Party von Shani, zu der ich noch gucken muss, wen wir mitnehmen. Ich tendiere zu Sultan.
Auch wenn der langweiligste ist. Weil ich eigentlich nichts mehr mit dem Orden zu tun haben will. Man kann nämlich hier den Ritter mitnehmen. Vielleicht nehme ich aber auch ihn mit. Er soll das interessanteste Gespräch geben. Ich habe nur die Angst, dass das irgendwie nochmal was triggert, was ich nicht will. So, Gönnung. Übrigens, Krähenauge ist nicht nachgewachsen, nur Schöllkraut irgendwie. So, Bruder. Ah. Gevatter Tod kommt, dich zu holen. Da kommt ja noch einer. Komm mal her, mein Freund. Ich finde, man hätte ein paar mehr Tricks haben können zum Angreifen. Aber ich glaube, da kann man drüber wegsehen. Ich muss auf jeden Fall noch einen ganzen Arsch voll Bücher kaufen. Kosten halt nur immer richtig Asche. Hier sind noch die anderen Kräuter ein bisschen mehr nachgewachsen. Oh, drei. Ne, zwei, okay. Hä, hey, greif doch an, du Bastard. Hallo. Was auch immer das war. Ich habe leider zu schnell wieder angegriffen. Gönn. Das heißt, ich hätte ihn noch schneller, also ich hätte ihn noch cooler wahrscheinlich fertig gemacht. Rettung kann ich ja nicht benutzen, weiß ich noch nicht, was reingehört. Google ich vielleicht mal, ich weiß, dann weinen bestimmt wieder einige. Weil ganz ehrlich, gucken so eher so wenige zu, da kann man nicht so, da können schon gar nicht so viele Leute weinen. Finde ich auch ein bisschen schade, weil mir Witcher echt viel Spaß macht, aber mei. Habe ich immer, dass ein Projekt nicht so gut ankommt wie andere. An Need for Speed kommt so schnell eh nichts ran, beziehungsweise sagen wir mal so, an Battle Rims kommt wahrscheinlich nie wieder irgendwas ran. Battle Rims ist so abgegangen, dass ich mich da teilweise wirklich gewundert habe, was da los ist. Battle Rims muss ich auch unbedingt mal weitermachen. Ich weiß, da fehlt noch das Rest, der Rest vom DLC und ich wollte noch die andere Storyline machen. Allerdings ist Battle Rims genauso zeitaufwendig wie Kurva, wie heißt die andere Spiel? Ich komme gerade wirklich nicht drauf. Meine Güte, Hitman. Das hat aber gerade viel zu lange gedauert. Ja, ist halt immer aufwendig, schneiden und so. Und ich arbeite ja noch Vollzeit nebenbei, das heißt, das schaffe ich auf keinen Fall. Gehen in die Gruft rein, aber davor speichere ich auf jeden Fall. Und wir hämmern uns nochmal kurz was in den Korpus. Achso, wir haben nichts dabei, um es in den Korpus zu hämmern. Gut, dann würde ich sagen, schaffen wir das auch so. Aber wir pfeifen uns mal schnell einen Trank der Katze hinein. Okay, U ist scheinbar... Ich habe U gedrückt, oder? Ich probiere es nochmal aus. U ist Fackel. Interessant. Guten Tag, ich loote euch, wenn ich hier rausgehe. Dann habe ich nämlich mehr Zeit. Wo soll denn ihr Mann sein? Ich könnte mir ja mal kurz die Quest anzeigen lassen, ne? Das da möchte ich gerne... Ah, das verfolge ich schon. Nicht, dass ich hierfür komplett falsch bin. Ich meine, inzwischen ist es nach Mitternacht, aber... Alter, dass er das einfach machen kann, während ich fighte mit ihm. Das ist so frech. Ja, der Flatterer ist arschnervig, muss ich zugeben. Keine Ahnung, warum der so strong ist.
begreife ich nicht. Ich meine, das ist im Endeffekt ein fucking Fledermäuschen. Sollte meiner Meinung nach nicht so stark sein. Greif an! Bastard. Ja, aber mei, wer bin ich schon zu sagen, dass Gegner nicht so stark sein sollten, ne? Ich trinke gerade mal einen Trank, weil langsam geht's mir schon gar nicht mehr so gut. So, in dem Korb waren nämlich, meine ich, noch Sachen drin, die ich mitnehmen wollte. Tafelwasser und, genau, Süßigkeit. Da ist ein Messer drin, da hinten ist eine Fackel drin, meine ich. So. Komm mal her, Bastard. So. Gönn. Ich mag ja alles immer mitnehmen. Ich glaube, bei Witcher 3 war es nicht mehr so schlimm, dass man Inventar hatte. Ich hoffe, bei Witcher 2 auch schon nicht mehr. Ich kann mich aber täuschen, das war bei Witcher 3 auch noch so, dass man ein winziges Inventar hatte, was immer voll war sofort. Dann kotze ich ein bisschen. Ich liebe es einfach nutzlos wie Scheiße mitzunehmen. Das ist so mein Guilty Pleasure, Alter. Muss ich ja zugeben. Das mag ich sehr, sehr gerne. Einfach nutzlos viel Scheiß mitnehmen. Einer der Gründe, warum ich Skyrim nicht ganz so gerne gespielt habe, tatsächlich. Wegen begrenztem Inventar. Mag begrenztes Inventar nicht. Mir fällt aber auch gerade kein geiles Spiel an, wo man kein begrenztes Inventar hatte. Sacred war auch begrenzt, aber nicht so mies begrenzt. Sacred konnte man schon sehr viel mitnehmen. Und die meisten Sachen, die man mitgenommen hat, hat man ja einfach verkauft. Weil ich sagen muss, bei so einem Charakter auf über Level 100 ist es dann schon so, dass du echt Platzprobleme hattest. Gut, warum waren wir nochmal hier in der Gruft? Also das war jetzt ziemlich nutzlos, möchte ich mal anmerken. Außer, dass wir ganz nett viele Sachen gekriegt haben. Warte mal. Ihr toter Mann ist im Sumpf? Wait. Was habe ich verpasst? Liegt das jetzt an mir oder? Warte mal. Okay, ich sehe es halt immer noch nicht besser, ne? Wir gehen mal hier raus. Ich war der festen Überzeugung, dass der hier war. Durchaus möglich, dass ich irgendwas komplett verplant habe. Falls ja, haben wir jetzt ein bisschen sinnlose Zeit auf dem Friedhof verbracht. Und schaffen es. Erscheinung, hat er Erscheinung? Meine Frau ist eine Hure. Moment. Hildegard bat mich, mich um ihren verstorbenen Ehemann zu kümmern. Sein Gespenst erscheint angeblich um Mitternacht auf dem Friedhof. Das hier ist nicht auf dem Friedhof. Ich muss ihn ins Jenseits schicken. Wir googeln mal kurz. Wie heißt denn die Quest? Ich hab's schon wieder vergessen. Achso. Das rastlose Gespenst. Pro-Tipp. Falls ihr etwas wissen wollt, immer googeln. Das rastlose Gespenst. Hexawiki-Fandom. Nebenquests in Kapitel 2 im Templerbezirk Friedhofstor. Auftraggeber ist Hildegard. Belohnung gibt 200 und 2000 Erfahrungspunkte. Ablauf. Bla bla. Ihr Geist ist jede Nacht um etwa Mitternacht an der gleichen Stelle anzutreffen, an der man mittags Hildegard findet. Gilda braucht also für diese Quest keinen Zugang zum Friedhof. Der Geist ist kein besonders harter Gegner und er taucht jede Nacht an dieser Stelle auf, egal ob man bereits mit Hildegard gesprochen hat oder nicht. Er greift nicht von sich aus an, auch wenn Geralt ihn tötet. Ehe er die Quest erhalten hat, kann er die Quest auch gleich im ersten Gespräch wieder abschließen. Ansonsten muss er sie bis zum nächsten Mittag warten, ehe Hildegard sich wieder im Friedhof. Okay, gibt keine Besonderheit in der Quest. Ich dachte, es gibt irgendwie vielleicht eine Besonderheit. Ja, dann. Mr. Geist, tut mir sehr leid, aber. Ich musste dich leider auseinanderhacken. Oh, fuck. Habe ich gerade abgebrochen.
Muss die Witwe aussuchen, ja. Mei, das hat nicht mal Ektoplasma gegeben, Junge. Okay. Was haben wir sonst noch? Brenger lebt. Ich muss. Ja, ein mehr. Achso, Brenger lebt nicht. Doch, ist er. Warte. Ich bin geistig behindert. Ich muss die Trophäe zum königlichen Jägersmann bringen. Absolut nicht jetzt. Ich muss die Witwe aufsuchen. Ja, morgen. Nächster Akt. Das könnte ich machen. Habe ich noch nicht. Mache ich gleich. Also morgen. Nächster Akt. Das mache ich auch morgen. Nächster Akt. Haben wir im Endeffekt fertig. Nächster Akt, schätze ich mal. Weiß ich nicht genau. Ich werde als Privatdetektiv verkleidet zu Azaria wird gehen, behaupten, dass die Autopsie nichts ergeben hat und sehen, was dann geschieht. Ich habe gegen Tata gewonnen. Okay, das kannte ich noch nicht. Das machen wir auch erstmal nicht. Wir machen jetzt erstmal. Also, wir machen erstmal Schlafi Schlafi. Oder, Moment, ich muss kurz gucken, wann man Shani ansprechen kann, wegen ein Freund. Ich habe die Sachen zum Glück offen, alle. Das ist das Falsche. Echinopsis. Anatomie des Verbrechens. Unter der Oberfläche. Algul-Vertrag. Ich habe das übrigens alles offen. Über Flüche und Verfluchte. Da, ein alter Freund. Gut. Also, weiter geht es mit der Handlung frühestens, nachdem die Quest unter der Oberfläche oder Anatomie des Verbrechens abgeschlossen ist. Also Geralt alle Verdächtigen entlastet hat oder nach der Autopsie. Beim nächsten Gespräch lädt Shani den Geralt zu einer Party ein, die sie bei sich zu Hause veranstalten will, und auch Geralts alter Freund Rittersporn kommt. Bla 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 bla. Gut. Ich spreche sie jetzt einfach mal an. Würde ich sagen. Der Scheiß nervt mich gerade ein bisschen. Schrei ja nicht so rum, du Arsch. Ja, ich finde Katze ein bisschen anstrengend, dass es halt die ganze Zeit so glowt, aber mal. Ist halt einfach so, ne? So, Majoran. Links. Rechts. Und wieder links. Richtig. Nice. Ich hab's langsam raus, wo wer wohnt. Ganz kurze Unterbrechung. So, da sind wir auch schon wieder. Ganz kurz einen Anruf gekriegt. Dann wollen wir mal zu Shani gucken. Alte Vettel, halt die Oh Gott, du gehst mir jetzt schon auf den Sack. Was? Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Hinaus! Einfach so in mein Haus. Aber. Das war eine andere Konversation als sonst. Ich. Gäste? Ich habe Geburtstag. Was habt ihr mir mitgebracht? Ich hatte ein Auge auf diese hübschen goldenen Handschuhe geworfen. Lässt sie mich jetzt echt nur rein, wenn ich ihr was schenke? Hier, Tulpen. Aber. Alter! Ach, das ist anstrengend. Mit der habe ich jetzt echt einmal Tulpen verloren? Nein, okay. Ich penne jetzt einfach einmal und dann gehe ich zu Shani. Das nervt mich jetzt hier. Ich wollte eigentlich bei Shani pennen. Fun Fact. Weil, umsonst. Also, kostet halt kein Feuerstein, aber jetzt penne ich halt einfach. Für den Feuerstein. Meine Güte. Ich bin da 20 Minuten um. Ich muss sagen, Zeit bei Witcher vergeht echt immer Also man sieht eigentlich relativ gut, selbst ohne Katze. Ist ja jetzt hier keine Gruft. Katze fuckt mich eigentlich immer eher ab. Ist aber gleich zu Ende. Meine Fresse geht hier runter. Ich muss sagen, der Hauptgrund, warum ich Katze nicht verwende, ist, weil es mich echt nervt. Muss ich zugeben. So, Mann, die Scheiße hier. Man kann übrigens hier in der Stadt immer noch kein Igni verwenden, deshalb, ne? Kann ich nicht. Gut, wir profen mal bis zum Morgengrauen. Oder ja, ein paar Stunden mehr können wir schon pennen. So, jetzt haben wir die Scheiße nicht mehr. Können zu Shani. Können danach auch dann noch zu der Alten. Dass man nicht überall meditieren kann, finde ich ein bisschen doof. Also das wäre halt praktisch, wenn man einfach überall meditieren könnte. Oder halt so warten wie in...
Elder Scrolls. Ging, meine ich, in Oblivion auch schon, nicht nur in Skyrim. Ich habe Oblivion echt lange nicht gespielt. Aber Oblivion sah auch wirklich nicht so gut aus. Also klar, für die damalige Zeit war es okay. Aber wenn man sich heute anguckt, ist wirklich kein schönes Spiel. Schlecht gealtert von der Grafik her, würde ich behaupten. Ich glaube, mit Mods konnte man es ganz schön machen, aber... Oma! Willst du mich jetzt verarschen? Ach fuck, Shani ist wahrscheinlich nicht mehr hier, ne? Das ist so nervig mit Shani, ey. Also no joke. Das hätte man besser machen können. Wahrscheinlich ist Shani schon im Krankenhaus, ne? Ich reg mich jetzt nicht auf. Was soll ich tun? Ja, das frage ich mich auch öfters. Shani, Freundin, hm? Na? Da bist du ja. Komm mal her. Schnell. Ich kann es. Besucht mich zu Hause. Verfickte Scheiße, ich kann dich nicht zu Hause besuchen, du dumme Fotze. Mach mir jetzt schon wütend. Ich muss echt bei der Nacht auf. Ey, das ist so beschissen. Warum? Spiel, warum? Jetzt mal ganz ehrlich. Das hätte man auch schön machen können. Dann halt pofen bis Mittag. Zu der Alten. Er verbraucht hier gerade echt viel Feuer, scheint mich mal anmerken. So. Bis Mittag. Zack. So. Lass mich laufen. Das ist ja auch immer 10 Minuten erstmal dauert, bis man wieder loslaufen kann, ey. Jetzt hoch zu der Alten. Mit der schnacken. Belohnung kassieren. Nochmal eine Runde pofen. Bis abends pufft für dieses Mal nur, wenn nicht bis Mitternacht, dann lässt uns die Vettel vielleicht rein. Also, wenn sie mir heute nochmal erzählen will, dass sie Geburtstag hat, ich würde dir echt gern die Birne abschlagen. Und dann müssen wir gucken, welches von den Sachen wir mitnehmen müssen. Wir haben das ja alles schon geklaut. Ich finde gut, dass sie Zollstocker ist. Hallo Hildegard, die gleiche Stimme hat wie die alte Vettel, was mich wahnsinnig macht. Sprecht leise. Ich habe mich um euren Mann gekümmert. Habt ihr einen Beweis? Von einem Beweis habt ihr nichts gesagt. Ich will mein Gold. Ihr nehmt einer Witwe das letzte bisschen. Seid leise. Habt ihr keine Angst, dass man euch mit einem Hexer sieht? Hol euch der Teufel! Nehmt euer Gold und schert euch fort! Dumme Schlampe, Alter. Nächstes Mal schlage ich dich die Birne ab, Fotze. Sprecht auf, Gut, gab 200 Euro und 2000 XP, glaube ich. Okay, was sollen wir jetzt noch machen? Ich muss kurz einmal wieder durchgucken. Nein, 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 nein. Ja, genau, das können wir noch machen. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Habe ich schon wieder vergessen gehabt. Ich will die Party heute nochmal an. Was? Hier ist euer Schlüssel. Habt ihr etwas erfahren? Ich habe Raimunds Leichnam in der Gruft gefunden. Wie ist das möglich? Ich habe doch erst kürzlich mit ihm gesprochen. Jetzt bin ich mir sicher. Der Anführer der Salamander, ein Magier, der die Kunst der Illusion beherrscht, gibt sich als Raimund aus. Das haben wir vorher auch schon behauptet, möchte ich mal anmerken. Ja. Quest abgeschlossen. Gab XP, glaube ich. So, jetzt nochmal. Nein, nein, nein. Also, ja, gleich, aber... Eines Tages. Nein, eines Nachts. Nein... nein, nein. Das zeigt mir wahrscheinlich das Krankenhaus St. Majoran, okay. Warum? Ich gehe mal ins Krankenhaus, erklärt mir jetzt nicht, warum mir das ins Krankenhaus leitet. Habe ich da ein Saphirrad übersehen? Möglich, aber kann ich mir kaum vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Also, keine Ahnung, ergibt für mich keinen Sinn. So. Jetzt hätte ich gerne einmal hier gewusst, was hier drin sein soll.
Eine Fackel. Können wir nichts mit anfangen. Shani. Können wir nicht ansprechen. Mann. Ah, wir können aber bei ihr profen. Okay, perfekt. Altar der Militäre vielleicht? What? Ich bin so müde. Ja, und das war's auch für diesen Part. Ich musste den Part leider in zwei Teile schneiden, weil er über 50 Minuten lang geworden ist. Morgen gibt's den nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.